Also, es passiert wirklich was sehr Gutes. Das Zeug, was sie mir in die Stirn reingespritzt haben, ne, und was ich in der Nase hatte, das geht raus. Es hat wirklich geholfen, darüber auf YouTube zu berichten, ne? Ich weiß nicht, ob mir jemand anderes irgendwelche Men in Black Nanos geschickt hat, ja, sodass das ganze Zeug sich jetzt auflöst. Denn ich hatte auch in der Stirn, das sieht man hier, ja, das kommt jetzt raus. Diese Stirn, das war so leicht angehoben, ja. Und wenn ich so meine Stirn zum Runzeln gebracht habe, konnte man hier auch die Falte war hier immer gerade, man sieht es noch ein bisschen, dass das nicht mehr so richtig gerade ist. Aber das ist jetzt immer weniger geworden, das war auch immer so leicht schmerzhaft, ja. Und ich habe halt meine Hand ein paar Mal so genommen, ne, und dann richtig so drauf und dann so rausreiben. So ein paar Minuten und man merkt dann auch, wie sich die Blockaden da lösen, ne? Also dass sie da die Meridiane in meinem Körper, meine Meridiane manipuliert haben, um so ein Ungleichgewicht von dem Energiefluss des Qis zu verursachen. Meine Nase, die ist ja auch viel freier. Ne? Aber ich habe jetzt heute zum Beispiel, heute habe ich gemerkt, dass also da kommen die wildesten Sachen kommen aus meiner Nase raus. Wenn Sie das eklig finden, dann brauchen Sie nicht hinzusehen, aber ich zeige Ihnen das mal kurz. Sowas. Ja. Und ich bin ja hier in meiner Wohnung, ich atme ja im Endeffekt atme ich saubere Luft und ich sag mal, sowas kommt einem aus der Nase wirklich, wenn man schwer erkältet ist oder wenn halt irgendwelche Mogelons, ja, die sonst wie verbreitet werden, aus dem Körper austreten, ne? So. Stimmen senden sie noch und ich höre auch ständig das Ultraschall. Ich merke, dass die Verbrecher senden mir ständig unterschwellige Botschaften in mein Gehirn, ja. Da sind dann auch Stimmen, die man nicht hört und die im Moment, jetzt heute, haben sie mich so beeinflusst, ja, dass ich wirklich vor meinen Mitmenschen Angst habe, ja. Jetzt gerade eben habe ich auch den Nachbar gesehen und so, der stand auf der Terrasse und so und ich konnte zu dem nur Hallo sagen. Mehr ging nicht. Ich musste dann in meine Wohnung reingehen und das passt übrigens auch zu den ganzen Einschüchterungen, die sie mir über meinen YouTube-Kanal geschickt haben, ne? Hat man ja gesehen. Ich habe viele Kommentare gelöscht und das waren dann wirklich so Einschüchterungen und die ganzen, viele Drohungen habe ich auch stehen gelassen, ganz bewusst, ne? Weil, warum soll ich das löschen? Ja? Ich meine, das ist ein Beweis dafür. Ja, da ist irgendjemand, der schreibt irgendwelche Chatbots, ja, und dann senden sie mir in meinen Kopf, dass das Google ist, ja, und dann senden sie, dass das Jasny aus Russland sein soll. Ja? Wo Google herkommt, wissen wir ja. Google kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika, ja. Und ich glaube nicht, dass es irgendwas von beidem ist, sondern dass eine andere künstliche Intelligenz vorgibt, das und das zu sein, ja, und diesen Namen dann praktisch mit in den Dreck zieht und mich denken lässt, dass es das und das sei, damit, denn wenn ich das jemand anderem erzähle, dass sie mich für total bekloppt halten, ja. Aber die Chatbots, die auf YouTube waren, die mich einschüchtern sollten, die sind ja real gewesen. Die muss ja jemand programmiert haben. Also könnte man anhand der IP-Adresse herausfinden, wer das ist, ja. Und nicht irgendwelche Jugendherberge lügen oder so weiter, ne? Und dann auch noch mal zu dem Fake-Account. Jemand hat ein Foto aus einem Video gemacht und einen Fake-Account erstellt mit einem Gesichtsbild von mir. Ich habe das heute bei der Polizei angezeigt und ich habe es auch Google gemeldet. Das nennt man Identitätsdiebstahl, ja? Wer macht sich denn da strafbar? Ich habe mich nicht strafbar gemacht mit diesen Videos. Verstehen Sie das? Irgendetwas greift mich an und zwar in Kombination mit Technologie. Und Beweise wird es immer mehr geben. Und die Täter sind tatsächlich so dreist und rücksichtslos, dass sie es auch noch ganz offiziell über YouTube machen. Ja, wer ist das denn dann?
Wer gibt sich denn da die Kante? Wer will denn unbedingt mich beherrschen? Was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Meint ihr, ich habe Angst vor euch oder was? Ihr seid doch Ameisen, seid ihr. Ihr könnt mir nichts. Ihr werdet dafür in der Hölle landen, das verspreche ich euch. Und alle negativen Energien, das ganze Böse, was ihr mir sendet, lösche ich jetzt. Jetzt und in allen Zeiten, in allen Dimensionen. Und ich sag nochmal, Peace, bleibt cool, Leute. Die guten, liebevollen Freunde.